Der Filmstar Willy eroberte die Kinos. Doch die wahre Geschichte des Killerwals Keiko eroberte die Herzen. Als Attraktion eines Freizeitparks schien sein trauriges Schicksal besiegelt. Nur die Hilfe engagierter Tierschützer bewahrte Keiko vor dem sicheren Tod. Die ProSieben-Dokumentation zeigt die dramatische Rettung des Orcas Keiko und seinen langen Weg in die Freiheit. Free Willy, Keikos wahre Geschichte. Jetzt auf ProSieben. Liebe Zuschauer, dieses Wochenende wird's gigantisch auf ProSieben. Wir haben Wahlwochenende. Nein, nein, nix Politik. Ich meine mit Wahl die größten Meeressäuger dieser Erde. Sie stehen heute und morgen bei uns im Mittelpunkt. Den prominentesten Vertreter dieser Spezies kennen Sie sicher aus dem Kinohit Free Willy. Aber kennen Sie auch Willys wahre Geschichte? In Wirklichkeit heißt Willy nämlich Keiko. Und wie dramatisch sein Leben nach dem Film verlief, das sehen Sie jetzt in unserer ProSieben-Dokumentation. Keikos wahre Geschichte. Die Geschichte eines ehemaligen Kinostars. Nur das Engagement seiner Fans rettete den erkrankten Riesen vor dem trostlosen Dahinvegetieren in einem Vergnügungspark. Keikos wahre Geschichte, jetzt gleich. Und heute Abend um 20.15 Uhr dann unser Blockbuster mit Keiko Superstar. Grandios, faszinierend, ergreifend. Free Willy, Ruf der Freiheit. Ein fantastisches Kinoabenteuer, das Millionen bewegte. Doch damit ist unser wunderbares Wahlwochenende noch lange nicht am Ende. Denn morgen früh geht's weiter. Gleich um 9.40 Uhr starten wir durch mit unserer neuen Zeichentrickserie Free Willy, mein Freund der Wahl. Und als krönenden Abschluss unseres Wahlwochenendes gibt's dann morgen Abend in Welt der Wunder noch ein Orca-Special. Unser wunderbares Wahlwochenende hier noch einmal auf einen Blick. Keikos wahre Geschichte jetzt. Um 20.15 Uhr Free Willy, Ruf der Freiheit. Morgen 9.40 Uhr Start unserer neuen Trickserie. Und am Abend um 19.45 Uhr alles über Orcas in Welt der Wunder. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende. Sie haben die Wahl. Aktivgel von WC Frisch. Dieses Gel haftet direkt an Kalk und Schmutz und wirkt kraftvoll mit Zitronensäure für hygienische Sauberkeit und Frische. Neu WC Frisch Aktivgel. Frisch, frischer WC Frisch. Endlich zu Hause. Lucky. Hey, Lucky. Lucky. Neu auf Video. Walt Disneys 101 Dalmatiner. 101% echter Hundespaß. Walt Disneys 101 Dalmatiner. Jetzt überall zu kaufen. Nuspli. Die Nuss-Nougat-Creme von Zentis. Einfach traumhaft gut. Timelife präsentiert die 80s Collection. Erhalten jetzt unter 0180 532 3232 Ihre 80s Dance Hits zum absoluten Superpreis von nur 19,80 Mark. 10 Tage zum Probehören. Rufen Sie gleich an. Toll, zum Mars können die fliegen. Aber bei so einem Rotweinfleck muss ich manchmal ran wie zu Omas Zeiten. Das schafft mein Pulver wohl nur mit Fleckenmittel und Bleich. Wer erfindet da mal was Besseres? Schon passiert. Jetzt neu. Weißer Rese Megaperls. Nur er hat neben den Weißen zusätzlich blaue Fleckensalzperlen. Damit schafft er selbst Flecken, die mit manchem Pulver allein nicht immer rausgehen. Der schafft's ja wirklich. Das nenne ich eine Erfindung. Weißer Riese Megaperls. Jetzt neu mit mehr Fleckensalzperlen. Im
unsere Ferien endeten immer mit Großmamas berühmtem Apfelerntefest. Dann machte sie ihren unwiderstehlichen Bratapfelkuchen. Bratapfelkuchen. Alle liebten ihn, besonders Onkel Alfons. Und ich natürlich. Großmamas Bratapfelkuchen gibt's heute als Backmischung. Man nehme Dr. Oetker. Denn Qualität ist das beste Rezept. ProSieben, gute Unterhaltung. Sie beherrschen die Technik von morgen. Datenaufzeichnung läuft. Und sie kämpfen gegen das Verbrechen. Eine Top-Mannschaft. Ein Top-Fahrer und ein unschlagbares Auto. Da kommt irgendwas sehr schnell auf uns zu. Viper, der Pilotfilm. Heute 14.30 Uhr auf ProSieben. Zu den prachtvollsten Lebewesen auf der Welt. Anmutig und intelligent. Sie sind die größten aus der Familie der Delfine und die größten Räuber der Ozeane. Sie werden auch Killerwale genannt. Orcas. Dies ist der Bericht über einen Orca, der die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zog. Wir lernten ihn kennen als Star des Films Free Willy. Aber sein richtiger Name ist Keiko. Und im Gegensatz zu seinem computeranimierten Double wurde er nicht freigelassen, sondern blieb in Gefangenschaft. Keikos Schicksal ist mindestens so mitreißend wie die Hollywood-Geschichte, deren Hauptdarsteller er war. Sein Leid löste auf der ganzen Welt gewaltige Bemühungen aus, ihm die Freiheit zurückzugeben. Es besteht ernsthafte Gefahr, wenn wir Keiko hier nicht rausbekommen. Dieser Film dokumentiert Keikos Weg in die Freiheit. Dies ist Keikos wahre Geschichte. Keikos Weg beginnt vor beinahe 20 Jahren vor der Küste Islands. In diesen kalten Gewässern wurde Keiko in eine Orca-Gruppe oder Herde hineingeboren. Es sind luftatmende, warmblütige Tiere wie wir, die sich in einem Zeitraum von 35 Millionen Jahren entwickelt haben. Sie besitzen die höchst entwickelten sozialen Strukturen, die man im Tierreich findet. Unter ihresgleichen führen sie ein friedliches Leben in Harmonie und Gemeinschaft. Den Mittelpunkt der Familie bildet die Orca-Mutter. Wie alle freilebenden Orcas hätte Keiko sein ganzes Leben mit seiner Mutter und der Familie, bestehend aus Brüdern, Schwestern und seiner Großmutter mütterlicherseits, verbracht. Keiko wächst streng behütet heran. Bis er 18 Monate alt ist, wird er gesäugt. Erst dann lernt er Heringsschwärme zu jagen, die Hauptnahrung der Orcas im Nordatlantik. Jede Orca-Familie verständigt sich durch eine komplizierte Sprache, die aus Pfiffen, Klickgeräuschen und Schreien besteht. Auch Keiko wird den charakteristischen Dialekt seiner Familie beherrscht haben. Selbst in den dunklen Tiefen des Ozeans können Orcas meilenweit die Rufe anderer Artgenossen hören und erkennen.
Keiko hätte unter Umständen bis zu 50 Jahren in diesen Gewässern leben können. Aber das Schicksal wird sein Dasein bald dauerhaft verändern. Die Gewässer des Nordatlantik sind reich an Heringsschwärmen, die nicht nur von Orcas, sondern auch von Menschen gejagt werden. Die Orcas haben schnell gelernt, den Heringsfischern zu folgen, in der sicheren Erwartung einer Gratismahlzeit. Auch Keikos Familie nutzt diese Nahrungsquelle. Erfahrene, ältere Wale halten sich von den Netzen fern. Doch Jüngere verlieren angesichts von so viel Fisch oft die Kontrolle über sich und gehen in die Falle. Gewöhnlich lassen die Fischer die jungen Wale frei, bevor sie sich verletzen oder die Netze beschädigen. Keiko sollte nicht so viel Glück haben. Für den Fang eines jungen Orca hatte man dem Kapitän des Heringfangbootes Kudren mehrere tausend Dollar geboten. Ein enormer Fischschwarm lockte Keiko ins Netz. Glaubt man dem, was von anderen derartigen Fängen bekannt geworden ist, muss Keiko, in Panik geraten, geschrien haben. Seine Mutter ist wahrscheinlich hektisch um das Netz herumgeschwommen, aber für ihr Junges gab es kein Entrinnen. Kaum 2 Jahre alt wurde Keiko von seiner Familie getrennt. Und so begann vor 17 Jahren seine Reise in die Welt der Menschen. Seit 1976 ist das Fangen von Orcas in den Gewässern der Vereinigten Staaten verboten. Walhändler wichen nach Island aus, um Jungtiere für eine wachsende Unterhaltungsindustrie zu finden. Junge Orcas wie Keiko wurden danach ausgesucht, ob sie den Transport und ein späteres Training unbeschadet überstehen könnten. Die Tatsache, dass Keiko das Trauma der Gefangennahme überlebt hatte, machte ihn zu einem sehr wertvollen Handelsobjekt. Händler sorgten auch für seinen Transport von Island nach Ontario in Kanada. Hier im Marineland trifft Keiko auf 6 andere Orcas, die trainiert werden, um an Freizeitparks verkauft zu werden. Keiko ist der jüngste der Gruppe und die anderen quälen ihn fortwährend. Seine Scheu lässt seinen Marktwert sinken und er bleibt für weitere 5 Jahre in Kanada. Endlich, 1985, macht ein Freizeitpark in Mexico City ein Angebot. Für 100.000 Dollar wird Keiko verkauft. Seine Ankunft im Reno Aventura Amusement Park löst eine Welle von Enthusiasmus aus. Und schnell wird er die Star-Attraktion. Die Sensation eines so exotischen Tiers, das mitten in Mexiko seine Kunststücke zeigt, zieht Ströme von Besuchern an. In den folgenden 7 Jahren wächst Keiko zu einem stattlichen Wal heran und wird zu einer gefeierten Berühmtheit. Für Millionen mexikanischer Kinder ist eine Reise nach Reno Aventura und die Begegnung mit Keiko das größte Glück. Danke, 1992 nimmt sein Leben eine weitere unerwartete Wende. Keiko geht nach Hollywood. Die Produzentin Lauren Shuler Donner besetzt ihn mit der Titelrolle in dem Film Free Willy. The script
Das Drehbuch sah einen Wal vor, der in einem Becken gehalten wird. Alles sprach für den Reno Aventura in Mexiko, wo sie einen jungen Wal hatten, allein in einem nicht allzu luxuriösen Becken. Dazu ein Fangbecken nebenan, das wir nutzen konnten. Let's free Willy. He's got a family out there. I heard him. We gotta hurry. He's not doing so good. Don't let that whale get away. Go! Co-Produzentin Jenny Lou Toogen erkannte Keikos Intelligenz und machte sich Sorgen um ihn. Ich glaube, jeder in der Crew und sicher alle Schauspieler hatten eigene, besondere Beziehung zu Keiko aufgebaut. Weil wir seine Notlage kannten, wussten wir, dass Keiko ein neues Zuhause haben musste. Keiko lebte die Free Willy Story. Die Leute fragten natürlich, warum befreit ihr diesen Wal nicht? Sie dachten wohl, wir könnten ihn einfach per Luftfracht ins Wasser überführen und das wär's dann. Aber so ging es nicht. Keiko wäre gestorben. Nach den Dreharbeiten gab es niemanden, der wollte, dass Keiko in Mexico City zurückbleibt. In voller Übereinstimmung mit Reno Aventura suchten die Produzenten Kontakt zu Dave Phillips, einem erfahrenen Walschützer, der helfen sollte, einen Rettungsplan zu konzipieren. So begann unsere Zusammenarbeit mit Warner Brothers. Niemals zuvor hatte es eine gemeinsame Aktion zwischen einem großen Hollywood-Studio und einer Naturschutzorganisation gegeben, die darauf abzielte, Tieren das Leben zu retten. Am Ende des Films Free Willy blendeten wir eine Telefonnummer ein und plötzlich glühten die Drähte in den Telefonzentralen. In den folgenden Monaten erhielten wir 300.000 Anrufe. Die Leute riefen aus der ganzen Welt an, um sich an den Bemühungen, die Wale zu retten, zu beteiligen. Viele von ihnen, weil sie von Keikos Notlage gehört hatten. Nach 2 Jahren intensivster Verhandlungen konnte Dave Phillips Folgendes verkünden. Reno Aventura hat sich bereit erklärt, Keiko der neu gegründeten Free Willy Stiftung zu spenden. Ich denke, wir haben nun einen sorgfältig umrissenen Plan, an dem führende Wissenschaftler der Welt arbeiten. Die Zusammenarbeit könnte nicht besser sein. Und ich glaube, dies ist der Anfang eines glücklichen Endes. Den Skeptikern, die gesagt haben, es ist zu teuer, von der Logistik her nicht zu bewältigen, zu viele Genehmigungen, zu viele Regierungen, zu viele widersprüchliche Meinungen von Tierärzten, nur dies. Die Kinder haben immer gesagt, ihr müsst das schaffen. Alles andere werden wir nicht akzeptieren. Diese Kinder überall auf der Welt wurden zur treibenden Kraft hinter unserem Plan, Keiko zu retten. Sie haben Warner Brothers unter Druck gesetzt und auch Reno Aventura keine Ruhe gelassen. Fünf Jahre lang haben sich die Trainerinnen Carla Corral und Renata Fernandez Tag und Nacht um Keiko gekümmert. Sie sind seine engsten Freunde. Er ist sehr lieb, dabei vornehm und auch intelligent. Trotzdem ist er wie ein kleines Kind. Er ist das schönste Tier der Welt und ich glaube, er ist mein bester Freund. Er bedeutet mir alles, denn er ist so sanft und er mag uns. Keiko ist wirklich in der Lage, seine Liebe zu zeigen. Das fühlen wir jeden Tag. Aber man kann es nicht in Worte fassen. Ich glaube, er vertraut und versteht uns. Auf seine Art redet er auch mit mir. Ich denke, er ist klüger, als wir es sind. Als die Free Willy Stiftung begann, Keikos Lebensbedingungen zu untersuchen, stellte man fest, dass es trotz einer exzellenten Betreuung durch seine Trainer Anlass gab zur Besorgnis. Bluttests ließen erkennen, dass sein Immunsystem geschwächt war. Keikos Pool ist zu klein und die Muskeln seiner Rückenflosse sind wegen mangelnder Bewegung verkümmert. Er hat einen ausgeprägten Hautausschlag, hervorgerufen durch den Papillomavirus. Der Zustand des Ausschlags wird durch das geklorte, künstliche Salzwasser, das zudem viel zu warm ist, verschlimmert. Keiko muss so bald wie möglich umgesetzt werden. Aber weil das Virus ansteckend sein könnte, darf er nicht in einer Anlage, in der sich andere Orcas befinden.
Da keine Poolanlage zur Verfügung steht, sucht die Stiftung nach einem an der Küste gelegenen Standort, wo das erste Wal- und Delfinrettungszentrum der Welt gebaut werden kann. Keiko würde dessen erster Gast werden. Schließlich findet man einen Platz beim Oregon Coast Aquarium nahe der Stadt Newport. Hier liegt der Schwerpunkt der Bemühungen mehr auf der Wiedereingliederung von Tieren in ihren natürlichen Lebensraum, weniger auf Show oder Unterhaltung. Aber noch nie gab es einen Patienten von der Größe Keikos. $7 Millionen haben die McCarr-Stiftung und Warner Brothers gespendet. Und der Bau der neuen Anlage beginnt unverzüglich. Die Direktorin des Aquariums, Phyllis Bell. Wir gehen von einer sehr kurzen Bauzeit aus, nur ungefähr 11 Monate. Normalerweise braucht man ca. 18 bis 24 Monate für ein Projekt dieser Größe. Das bedeutet, dass der Architekt mit seinen Plänen den Bauarbeiten immer nur knapp voraus ist. Während die Bauarbeiten in Oregon in vollem Gange sind, kehrt Dave Phillips nach Mexico City zurück, um ein Team bestehend aus Trainern und Tierärzten zu organisieren, das Keikos Umsetzung vorbereitet. Wir müssen ein paar Lockerungsübungen machen, damit wir verhindern, dass seine Muskeln so steif werden. Dr. Lenny Cornell ist Tierarzt für Meeressäuger und besitzt umfangreiche Erfahrungen im Transport von Orcas. Er wurde ausgewählt, um die komplizierten Operationen bei Keikos Umsetzung zu leiten. Wenn ihr ihm genug Liebe und Aufmerksamkeit geben könnt, wird er alles glücklich überstehen. Okay. Aufgrund der engen Bindung, die Carla und Renata zu Keiko entwickelt haben, ist es absolut erforderlich, dass die beiden ihn nach Oregon begleiten. Wir wollen Keiko begleiten und dann eine Weile bei ihm bleiben. Vielleicht 4 bis 6 Monate. So lange, bis wir einen neuen Trainer ausgebildet haben, der Keiko weiter betreut. Die Reise nach Oregon wird sehr lang und belastend für ihn. Und auch dort ist alles neu für ihn. Ein anderes Klima, andere Menschen, eine andere Sprache, alles wird anders sein. Also glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir die ganze Zeit bei ihm sind. Ich denke, wir werden sein wichtigster Beistand sein. Nach wochenlangen medizinischen Untersuchungen berichtet Dr. Cornell aus Mexiko, dass Keikos Gesundheitszustand sich zu verschlechtern scheint. Wir haben noch 2 Wochen bis zu Keikos Umsetzung und die Tierärzte sind äußerst besorgt über die Blutwerte. Wir müssen Keiko schon um seiner Gesundheit willen da rausholen, denn wenn sich herausstellt, dass die Blutwerte noch schlechter werden, könnte Keikos Leben in Gefahr geraten. Phillips und Cornell stellten fest, dass Keikos Gesundheitszustand einen kritischen Punkt erreicht hat. Wenn sie zu lange warten, wird er eine Umsetzung möglicherweise nicht überleben. 10 Monate sind vergangen und Keikos neues Zuhause nähert sich rasch der Vollendung. Sorgen, Kopfschmerzen und seit Februar viele schlaflose Nächte. Es gibt jede Menge Stress. Aber alle lebenserhaltenden Systeme funktionieren. Wir werden sie in den nächsten Wochen im Probelauf testen. Das ist der Ozonturm. Das Ozon brauchen wir für das Wasser. Hinter mir steht die Gefrieranlage. Sie ist für die Lagerung von 55.000 Kilogramm Fisch ausgelegt. Alles ist startbereit. Aber da sind noch ein paar Schönheitsreparaturen. Und den Rest des Monats brauchen wir, um aufzuräumen. Keiko kann kommen, sein Zuhause ist fertig. In Mexico City trifft ein C-130 Frachtflugzeug ein, das vom United Parcel Service für den Transport gespendet wurde. Ein mächtiger Baukran wird aufgestellt. Er wird den riesigen Container anheben, in dem Keiko seine Reise antritt. Für Dave Phillips und Lenny Cornell scheinen die logistischen Probleme beim Transport des 3200 Kilogramm schweren Orcas täglich zuzunehmen, obwohl man monatelang alles bis ins Detail geplant hat. Mehr als 20.000 Menschen strömen jetzt täglich durch die Pforten von Reno Aventura, um sich von ihrem Liebling zu verabschieden.
Aber während die Fans Lebewohl sagen, sind sich Phillips und einer der Tierärzte plötzlich nicht mehr sicher, ob Keiko überhaupt fliegen wird. Ich esse schnell, ich esse ungesunde Sachen. Die Leute ernähren sich einseitig und versuchen dann den Ausgleich mit Pillen zu bekommen. Ich habe jetzt meine Ernährung fast nur auf Schneekörperprodukte umgestellt. Gerade das Zehn-Früchte-Müsli von Schneekörper schmeckt mir sehr gut und ich fühle mich wirklich wohl und leicht dabei. Schneekoppe. Mir geht's gut. Jetzt gibt es die leichte Pflege einer Körpermilch auch für Ihr Haar. Vella präsentiert Sanara Haarmilch. Ganz neu, ganz leicht. Sie pflegt Ihr Haar, ohne es schwer zu machen. Neu, Sanara Haarmilch. Schneekoppe. Jetzt Sanddorn, Rekordgehalt an Vitamin C. Weltweit wird eine Kreditkarte am häufigsten akzeptiert. Visa, die Freiheit nehme ich mir. Schneekoppe. Probieren Sie Spitzenqualität, extra Auslesehonig. Genuss. Ihr Kind ist krank, Sie müssen Fieber messen. Und zwar wo? Im Po? Das neue Braun Thermoscan misst die Temperatur im Ohr. Einfach, sicher und exakt. In einer Sekunde. Auch bei größeren Kindern. Das neue Braun Thermoscan. Unsere Ferien endeten immer mit Großmamas berühmtem Apfelerntefest. Dann machte sie ihren unwiderstehlichen Bratapfelkuchen. Bratapfelkuchen. Alle liebten ihn. Besonders Onkel Alfons. Und ich natürlich. Großmamas Bratapfelkuchen gibt's heute als Backmischung. Man nehme Dr. Oetker. Denn Qualität ist das beste Rezept. Das ist Susanne, 31, verheiratet. Sagt: Bei Bausparverträgen weiß man doch nie, ob es der richtige ist. Sagen wir von der Leonberger? Stimmt. Außer er ist maßgeschneidert. Und dabei so flexibel, dass er sich jederzeit anderen Umständen mühelos anpassen kann. Wie soll das denn gehen? Der Leonberger Weg. So geht's. Hallo Sandra. Hallo Marc. Was für Minikugeln isst du da eigentlich? Du meinst Giotto? Muss gut sein, das war eben dein drittes Giotto. Na und? Giotto, klein, rund und nussig. Die fein gefüllte italienische Gebäckspezialität. Ist das nicht gerade dein drittes Giotto? Ja, die sind wirklich gut, aber verdammt klein. Ja, kleiner sollten sie wirklich nicht sein. Giotto, 10 Mini-Gebäckkugeln in der Stange. PlayStation, plus 2 Controller, plus Memory Card im Value Pack für 333 Mark! PlayStation! Pfiffige sichern sich jetzt noch die volle Bausparprämie 97. Der Leonberger Weg. So geht's. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Mit Sorten, Sahne, Joghurt, Sahne, Frucht. Und dann hinein ins Weekend-Feeling. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erlieb den sahnigen Geschmack. Mit Zott ins Weekend-Feeling. Zott Sahne-Joghurt. Sahnig, fruchtig, frisch. Bei Katja und Anna ist alles gleich, bis auf die Zahncreme. Beide putzen sich täglich die Zähne. Erst bei näherem Hinsehen erkennt man, Katja hat Verfärbungen. Anna hat die neue Odol Med 3 Samtweiß. Die gibt ihren Zähnen sanft ihr natürliches Weiß zurück. Vor tausenden von Jahren, als die Natur noch rein war, nahm ein Wasser seinen Weg durch tiefes Mineralgestein bis hin zu dieser Quelle. Selters, ein reines Wasser muss durch einen tiefen Stein. Selters.
7. Gute Unterhaltung. Orcas. Sie galten lange Zeit als die größten Schrecken der Meere, als Killer unter den Walen. Doch wie gefährlich sind sie wirklich? Wir zeigen Ihnen das wahre Leben der mächtigen Jäger in den besten Bildern aus aller Welt. In Welt der Wunder, morgen 19.45 Uhr auf ProSieben. Die Geschichte einer großartigen Freundschaft. Free Willy, Ruf der Freiheit. Heute 20.15 Uhr. ProSieben, gute Unterhaltung. Lenny, hier ist Dave. Ich bin hier unten am Pool und wir haben ein Riesenproblem. Bei mir ist Dr. Solorzano. Wir haben vor 3 Stunden erfahren, dass UPS die Sache abblasen wird, wenn wir Keiko nicht um 4.15 Uhr zum Flughafen bringen. Reno hat den Abflug für 7 Uhr früh geplant. Wir haben Polizeieskorten, wir haben jeden einzelnen Regierungsbeamten unterrichtet. Es ist nur ein Unterschied von 3 Stunden, aber wir riskieren ernsthaft, Keiko hier überhaupt rauszubekommen. We are in serious risk of not getting Keiko out of here. Die Änderung der Abflugzeit in letzter Minute könnte die gesamte Operation gefährden. Keikos Abschiedsvorstellungen am letzten Tag sind restlos ausverkauft. Wie alle großen Künstler wächst Keiko bei dieser Gelegenheit über sich hinaus und zeigt eine unvergessliche Show. Eine Woge von Zuneigung ist der Dank. Alle wissen, dass dies das letzte Mal ist, dass sie Keiko in Mexiko zu sehen bekommen. Doch während Keiko seine letzte Vorstellung gibt, herrscht hinter den Kulissen eine gedämpftere Stimmung. Dave Phillips und der Direktor des Reno Aventura, Alejandro Ascue, schlagen sich mit der Logistik von Keikos Transport herum. Die Änderung der Abflugzeit hätte Auswirkungen auf eine Reihe von Dingen, die seit Monaten feststehen. Warum können wir nicht um 7 abfliegen? Warum müssen wir um 4 Uhr starten? Fragen Sie mich das? Ja, natürlich. Warten Sie mal eine Sekunde, ich muss Sie etwas lauter stellen. Die Situation, soweit ich weiß, ist folgende. Es geht um die Vorschriften, nach denen der Wal zu einer bestimmten Zeit abheben muss, was wiederum in den klimatischen Bedingungen Mexikos begründet liegt. Und da gibt es hinsichtlich der Lufttemperatur von Mexico City einen so großen Unterschied zwischen 7 und 4 Uhr? Soweit ich informiert bin, verhält es sich so, dass wenn 10 bis 12 Grad erreicht sind und ich die Innentemperatur nicht halten kann, das Flugzeug auf keinen Fall starten darf. UPS wird alles tun, was notwendig ist, um diesen Wal sicher zu transportieren. Nach stundenlangen heiklen Verhandlungen wird ein Kompromiss geschlossen. Das Flugzeug muss bis 5 Uhr morgens abheben. Um Mitternacht ist alles bereit. Aber zuerst muss Keiko von den Helfern in ein kleineres Reservebecken gelotst werden. Obwohl man monatelang geübt hat, scheint Keiko zu spüren, dass irgendetwas nicht stimmt und weigert sich hineinzuschwimmen. Geschickt weicht er dem Fangnetz 2-mal aus. Aber beim 3. Mal wird er sanft in die richtige Position dirigiert. Amerikanische und mexikanische Betreuer versuchen, Keiko zu beruhigen. Zuerst muss ihm die maßgeschneiderte Leinwandschlinge angelegt werden. Seit Monaten ist sie Bestandteil von Keikos täglichem Training gewesen. Aber Dr. Cornell befürchtet, dass das Geräusch des Krans, die hellen Lichter und hunderte von Zuschauern Keiko in Panik versetzen könnten.
Als die Schlinge schließlich sitzt, beeilen sich Carla und die anderen, Keikos Rücken mit einer Feuchtigkeitscreme zu bestreichen, um zu verhindern, dass seine Haut während der langen Reise austrocknet. Noch einmal streicheln sie ihn beruhigend, bevor Keiko aus dem Wasser gehoben wird. In freier Natur müsste ein Wal außerhalb des Wassers bald sterben. Viele der Menschen hier würden gern wissen, was jetzt in Keiko vorgeht. Erinnert er sich vielleicht an jenen Albtraum von vor 2 Jahrzehnten? Als er, in vielerlei Hinsicht auf die gleiche Art, von anderen Menschen aus seiner Familie herausgerissen wurde? Wie er so ausgeliefert im Nachthimmel hängt, liegt Keikos Schicksal wieder einmal völlig in der Hand der Menschen. Einen Sturz aus dieser Höhe würde er niemals überleben. Er muss ruhig bleiben und darf nicht in Panik geraten. Während der 14-stündigen Tortur, die vor ihm liegt, wird Keiko in der Schlinge bleiben. In den Tank, der bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, kommen noch ca. 1400 Kilogramm Eis. Es ist äußerst wichtig, dass Keiko kühl gehalten wird, denn die warmblütigen Orcas überhitzen leicht und sterben dann während des Transports. Es ist jetzt 2 Uhr morgens. Die mexikanischen Behörden haben die Route zum Flughafen geheim gehalten. Aber Keikos Abflug ist alles andere als ein Geheimnis. Niemand hat sich auch nur annähernd ausmalen können, was den Konvoi außerhalb der Tore von Reno Aventura erwartet. Tausende von Menschen säumen den Weg des Keiko Express zum Flughafen. Und nicht nur den Kindern fällt der Abschied schwer. Manchmal bleibt der Konvoi sogar für einen Augenblick stecken in diesem ungezügelten, spontanen Spalier. Unfassbar, das ist viel, viel mehr, als ich in meinen kühnsten Träumen erwartet hätte. Wirklich erstaunlich, und das zu dieser Stunde. Man ist arg in Verzug geraten, als die Mannschaft beginnt, die enorme Lebendfracht ins Flugzeug zu verladen. Die Rollen, auf denen das 15 Tonnen schwere Paket laufen soll, werden in Position gebracht. Plötzlich macht der Container einen Satz nach vorn und kommt ächzend zum Stehen. Eine der Gleitrollen hat sich hoffnungslos verklemmt. Die Mannschaft arbeitet fieberhaft, aber langsam läuft ihr die Zeit davon. Sollte es sein, dass Keiko es so weit geschafft hat, nur um hier auf einer Rollbahn zu sterben? Seine Körperfunktionen werden ständig überwacht. Carla und Renata tun alles, um ihm Mut zu machen.
Zwei Stunden später, um 5 Uhr morgens, dreht sich die Rolle wieder und Keiko verschwindet im Bauch des Flugzeugs. Wegen der Lastenbeschränkung begleiten nur die Ärzte Cornell und Solorzano den Transport. Die anderen fliegen in einem kleineren Flugzeug hinterher. Als sie kurz vor Tagesanbruch abheben, beginnt Keikos Heimreise, getragen von der Liebe und den guten Wünschen unzähliger Mexikaner. Mit 2 Stunden Verspätung landet das Flugzeug in Phoenix, Arizona, um aufzutanken. Carla und Renata können kaum erwarten, nach dem Passagier zu sehen. Keikos Körperwärme hat das gesamte Eis zum Schmelzen gebracht. Das Wasser im Container ist viel zu warm geworden. Obwohl eine weitere Verzögerung nicht ohne Risiko ist, organisiert Dr. Cornell 900 Kilogramm Eis und einen Wasseraustausch, bevor sie weiterfliegen. Kurz vor Abflug erreicht das Team die Nachricht, dass aufgrund einer Schlechtwetterfront die Gefahr der Schließung des Flughafens von Oregon besteht. Eine Umleitung des Flugzeugs würde den Zeitplan noch weiter strapazieren. Die Einhaltung des ursprünglichen Plans bedeutet jedoch, dass man Oregon innerhalb von 2 Stunden erreichen muss, um vor dem Unwetter dort einzutreffen. Es beginnt ein nervenaufreibendes Wettrennen gegen die Elemente. Schließlich aber haben sogar die Naturgewalten ein Einsehen. Und der Tower von Oregon erteilt die Landeerlaubnis. Ein Riesenpulk von Reportern aus aller Welt ist über die kleine Stadt hergefallen, um über Keikos Geschichte zu berichten. Hunderte von Journalisten und Tausende von Zuschauern haben seit Stunden im Regen ausgeharrt. Zu Ihrer Information, Keiko geht es sehr gut. Ich habe mit dem Tierarzt gesprochen. Wir werden versuchen, ihn so schnell wie möglich ins Aquarium zu befördern. Keiko liegt nun seit mehr als 16 anstrengenden Stunden im Container. Und ist erstaunlicherweise völlig ruhig geblieben. Die Menschen der kleinen Stadt Newport sind auf die Straßen gekommen, um ihren neuen Mitbewohner willkommen zu heißen. Die Kinder können noch gar nicht fassen, dass Keiko, der Held aus Free Willy, nun ihr Nachbar sein wird. Über Satellit kann die ganze Welt das Geschehen verfolgen. Der erste Teil von Keikos unglaublicher Reise geht dem Ende entgegen. Doch die Begeisterung weicht bald der Besorgnis. Denn noch ein letztes gefährliches Manöver ist zu bewältigen.
Keiko muss noch einmal angehoben werden. Zehn Meter über den Kameras schwebend, werden Keikos Geduld und sein Vertrauen auf eine letzte harte Probe gestellt. Der Lärm und die grellen Lichter scheinen ihn aufzuregen. Aber vielleicht ist es auch der Anblick und der Geruch des Salzwassers. Was auch immer. Es hat den Anschein, als wolle Keiko nicht mehr länger warten. Dann ist es soweit. Mit einem letzten Aufheulen des riesigen Krans gleitet Keiko sicher in sein natürliches Element zurück. Plötzlich verheddert er sich in den Seilen. Die Betreuer riskieren einiges, um Keiko zu helfen. Dann endlich ist er frei und nimmt das kalte Wasser seines neuen Heims in Besitz. Keikos Triumph sorgt überall für Schlagzeilen. Seine Fotos erscheinen auf den Titelseiten. Kein Zweifel, Keiko ist der berühmteste Wal der Welt. Über Nacht zur Sensation geworden, erscheint er sogar in den Fernsehnachrichten. How's Keiko adapting to his new home there, Lord? Oh, you're doing just beautifully. Keikos Rettung ist vor allem den Kindern zu verdanken. Die Kinder aus aller Welt waren die treibende Kraft. In Bergen von Briefen fragten sie uns, warum kann für Keiko kein neues Zuhause gefunden werden? Quer durch die USA und überall auf der Welt sammelten Kinder fast $100.000 für Keikos neues Heim. Sie bestanden auch darauf, dass Keiko wieder mit seiner Familie zusammengeführt wird. Und dafür machten sie sich stark. Ich hoffe, dass er sicher nach Newport kommt und dass er ein besseres Leben haben wird. Er muss zurück in den Ozean. Bringt ihn ins Meer zurück. Es wär toll, wenn er in den Ozean zurück zu seiner Familie käme. Liz, Family. Ihre Herde wurde auseinandergerissen. Sie sollen zusammen sein. Motiviert von so viel jugendlicher Begeisterung zogen die Erwachsenen nach. Warner Brothers und die McCarr-Stiftung brachten die noch fehlenden Millionen auf, um das Projekt zu beenden. Es war ein gewaltiges Unternehmen und allen Beteiligten lag sein Gelingen am Herzen. Und so gleitet Keiko durch das tiefe Blau, bereit für die nächsten Schritte, die ihn auf seine endgültige Heimreise vorbereiten.
Schon wenige Tage nach seiner Ankunft scheint klar zu sein, dass Keiko an seinem neuen Zuhause Gefallen findet. Zum ersten Mal seit über 15 Jahren hat er Platz zum Tauchen und Springen. Endlich kann er sich in kaltem, natürlichem Salzwasser richtig austoben. In einem Pool, der 5-mal größer ist als ein Becken in Mexiko. Zum Rettungszentrum, das sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet, gehören auch Felsformationen, eine naturnahe Akustik und eine Gegenstromanlage. Alles, um Keikos natürlichen Lebensraum im Ozean zu simulieren. Ein Ausdruck für Keikos neues Wohlbefinden überrascht alle. Keiko beginnt plötzlich Laute von sich zu geben. Ich hatte mich an den Rand des Pools gelegt und pfiff ihm zu, so wie es die Trainer in Mexiko getan hatten, um ihn zu rufen. Und ganz plötzlich brach er in diesen Gesang aus und hörte gar nicht mehr auf. Die Frage, die sich Dr. Cornell stellte, war, hatte sich Keiko an den Dialekt seiner Jugend erinnert? Um das herauszufinden, wandte sich die Free Willy Stiftung an Dr. Roger Payne, einen Fachmann der Wahlsprache und Klangwissenschaftler von Weltruf. Killerwale erzeugen Töne, die Bestandteile enthalten, die in allen Orca-Gruppen der Welt auftreten. Man kann jedoch jeder Walfamilie einige spezifische Töne zuordnen. Töne, die nur diese Familie von sich gibt. Dr. Payne gibt Keikos Gesang in ein Computerprogramm ein, das den Ton in sichtbare Schwingungskurven umwandelt. Ähnlich einem Fingerabdruck identifizieren die Kurven Keikos einzigartige Sprachstruktur. Möglicherweise sind sie ein Hilfsmittel bei der Suche nach seiner Familie, die höchstwahrscheinlich noch immer bei Island lebt. Es gibt schätzungsweise 6 Orca-Familien entlang der Ostküste Islands. Von 5 dieser Familien existieren Tonbandaufnahmen. Fest steht, dass Keiko den Dialekt dieser Orcas spricht, aber zu welcher Familie gehört er? Stundenlange Klangbildvergleiche sind notwendig, um eine Übereinstimmung zu finden. Eine Aufgabe, die detektivisches Geschick erfordert, deren Lösung aber dank Keikos neu entdecktem Verlangen zu sprechen nicht völlig aussichtslos ist. Unabhängig von seinen bemerkenswerten Fortschritten liegt die Entscheidung über Keikos endgültige Freilassung jedoch wie immer in den Händen der Politiker. Manche Dinge glaubt man erst, wenn man sie sieht. Zum Beispiel den Preis für ein so gut ausgestattetes Auto wie den neuen Rover 414i. Ab 25.900 Mark. Rover. A class of its own. Geschädigtes Haar können Sie entweder abschneiden oder mit dem Gliscor Hair Repair Complex wirksam reparieren. Er baut das Haar von innen wieder auf und erhöht seine gesunde Widerstandskraft. Also entweder oder Gliscor mit dem neuen Hair Repair Complex. Kann Ihre Haarpflege das auch? Neu. Kontaktlinsen günstig beim Lenscare-Versand. Unter 0180 5356 356 erhalten Sie die weichen Qualitätslinsen Lenscare Lens 55. Zusätzlich bekommen Sie dieses wertvolle Markenpflegesystem. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie die unglaublich günstigen Lenscare-Linsen für nur 129 Mark. Lenscare. Preise für Durchblicker. Morgens 9:30 in Deutschland. Zeit zum Abschalten. Und dann ganz einfach über den Dingen stehen. Ruhig mal den Gang rausnehmen.
Knoppers. Frisch und knusprig gebacken. Genau richtig morgens 9:30 in Deutschland. Knoppers, das Frühstückchen. Die Könige des Tierreichs, bewundert wegen ihrer Schönheit und Eleganz, respektiert wegen ihrer Intelligenz und Kraft und dennoch bedroht. Ihr größter Feind, der Mensch. WWF und Timelife präsentieren Tiere in Gefahr. Eine einzigartige Videoreihe über die Herrscher der Wildnis. Erleben Sie im ersten Film den Panda, den legendären Bewohner des Bambuswaldes in den nebligen Bergen Chinas. Verfolgen Sie den dramatischen Überlebenskampf der letzten Exemplare. Rufen Sie gleich an 0180-532-3232 und Sie erhalten Pandas zum Kennenlernpreis von nur 19,95 Mark. Erleben Sie in weiteren Folgen Delfine, Bären, Tiger und Gorillas. Sichern Sie sich jetzt dieses wertvolle Archiv über die Helden des Tierreichs, deren Leben in Freiheit geschützt werden muss. Rufen Sie jetzt an 0180-532-3232 und holen Sie sich Pandas zum Kennenlernpreis von nur 19,95 Mark. Weltweit wird eine Kreditkarte am häufigsten akzeptiert. Visa, die Freiheit nehme ich mir. Mein Freund und ich, wir sind gespannt, denn gleich geht's wieder rund. Mit Lachkumbia liebt man was und Lachen ist gesund. Zitronenköpfe, Himbeeraugen und Orangenmund. Sie schmecken und die machen Spaß. Und Lachen ist gesund. Was ist los, Kinder? Nix. Gar nix. Na dann ist ja gut. Lachgummi mit Lachgummi, da haben wir richtig Spaß. Nimm zwei. Vitamine und Naschen. Kommen Sie und erleben Sie einen ganzen Tag voller Movie Magic. Mehr zu sehen. Zu tun, mehr zu erleben. Warner Brothers Movie World in Bottrop-Kirchhellen. Jemand zu Hause? Benny, nicht! Oh nein, Olaf kommt doch in der Stunde. Das schaffen wir. Willkommen im Leben, Eurocard. Wenn die Gäste abreisen, gehen die Reinigungsprofis ans Werk. Neu, der Generalprofessionell Badreiniger. Damit schaffen Profis perfekte Sauberkeit und Glanz. Denn mit seinem Profi-Kalklöser packt er selbst hartnäckige Kalkbelege mühelos. Und beseitigt zuverlässig Bakterien. Für hygienische Sauberkeit und Glanz im ganzen Bad. Neu, der Generalprofessionell Badreiniger. Hygienische Sauberkeit wie bei den Profis. Pro7. Gute Unterhaltung. Pro7 Dokumentation mit einer fantastischen Reihe. Abenteuerhund. Unsere erste Reise führt zu den Windhunden der Sahara. Für das Wüstenvolk der Tuaregs sind sie Begleiter, Jagdgefährten und Freunde. Die Eingeborenen wissen, dass nur aus besonders kräftigen Welpen erfolgreiche Jagdhunde werden können. Burkina Faso. Windhunde im Wüstensand. Morgen 14.45 Uhr auf Pro7. Eine Top-Mannschaft. Ein Top-Fahrer und ein unschlagbares Auto. Viper. Gleich im Anschluss auf Pro7. Island. Die raue Insel ist die Heimat einer Viertelmillion Menschen. Mehr als drei Viertel von ihnen leben vom Fischfang. In einem Zeitraum von 10 Jahren wurden auch über 100 Orcas aus isländischen Gewässern geholt. Der Präsident der isländischen Gesellschaft der Walfreunde, Magnus Gapartison, erinnert sich. Wir haben es geschafft, das Bewusstsein der Menschen auch für das zu schärfen, was nicht gleich offensichtlich wird.
Diese Tiere leiden sehr. Es sind Lebewesen, die merken, dass sie aus ihren Familien herausgerissen werden. Ich glaube, dass Tierquälerei immer schlimm ist. Besonders aber bei den Tieren, die spüren, was mit ihnen geschieht. Das waren 2 oder 3 Jahre alte Babys, an denen man sich 1972 hier vergriffen hat. Als Keiko ins Netz ging, wurde er zum Gefangenen gemacht, der ein Leben lang seine Familie nicht mehr wiedersehen sollte. Stellen Sie sich vor, wie entrüstet die Welt reagieren würde, wenn man irgendein Kind aus seiner Familie reißen und es für irgendwelche Schurzwecke versklaven würde. Ich bin glücklicher, als ich es mit Worten beschreiben könnte, dass die Aktion für Free Willy Realität geworden ist. Und ich werde sehr, sehr froh sein, wenn Willy nach Hause kommt und in seine natürliche Umgebung entlassen wird, wo sich seine Familie höchstwahrscheinlich noch immer befindet. Into its natural environment where its family most likely still is. Die Nachricht von Keikos Notlage wurde in Island 1994 bekannt, kurz nachdem der Film Free Willy angelaufen war. Ein kleines Dorf am Eskafjord gehörte zu den ersten, in denen Freiwillige ihre Hilfe anboten. Nach ihrem Vorschlag sollte Keiko in dem Fjord leben, dessen Ausgang zum Meer abgesperrt bleibt, und zwar so lange, bis man sicher sein kann, dass Keiko in Freiheit überleben wird. Keikos Rückkehr fand überraschenderweise sogar die Unterstützung der Fischer. Das wird hier das Ereignis überhaupt, und ich bin absolut sicher, dass alle mithelfen werden, um es wahr werden zu lassen. Es wäre einfach fantastisch, wenn Keiko zum Eskafjord kommt. Das kann ich Ihnen versichern. Für Keikos endgültige Auswilderung könnte es keinen besseren Platz als den Eskafjord geben. Er liegt an der Wanderungsroute der isländischen Orcas und Keiko könnte seine Artgenossen hören und ihnen antworten. Aber das letzte Wort über Keikos Rückkehr spricht die Regierung in Reykjavik. Und genau wie bei den Verhandlungen in Mexiko bestimmt die Politik den Fortgang des Geschehens. In seinem Zuhause in Oregon macht Keiko weiterhin bemerkenswerte Fortschritte. Ständige Bewegung gibt ihm neue Kraft und Energie. Für Carla ist das Meerwasser mit seinen knapp 10 Grad Celsius zu kalt und sie benutzt nun einen Taucheranzug. Aber Keiko gedeiht prächtig. Er frisst jetzt doppelt so viel. Jeden Tag 90 Kilo Hering und Kapellan von bester Qualität. In 6 Monaten hat er bereits über 450 Kilogramm zugenommen. Seine Flossen sind 15 Zentimeter breiter geworden. Und in der Länge hat er fast 30 Zentimeter zugelegt. Keiko scheint das Abmessen zu genießen und er beteiligt sich an der Aktion, indem er das Maßband mit seinem Maul festhält. Aber am erstaunlichsten ist, dass seine Hautinfektion beinahe abgeheilt ist. Ich denke, es hat sich zu 80% wieder normalisiert. Vor einem Monat waren es nur ungefähr 50 oder 60%. Es ist wirklich sehr viel besser geworden. Es ist verblüffend, wie dramatisch die Wucherungen innerhalb der kurzen Zeit zurückgegangen sind. Dr. Cornell glaubt, dass die Kombination aus kaltem, natürlichem Meerwasser, der besseren Ernährung und dem Umstand, dass Keiko nicht mehr dem Stress der Shows ausgesetzt ist, zu seiner Heilung beigetragen hat. Hält dieses Tempo an, könnte der Virus innerhalb eines Jahres verschwunden sein. Um ihn an seine freilebenden Artgenossen zu gewöhnen, hat man einen großen Fernsehschirm installiert. Die Bilder fesseln ihn. Speziell die Szenen, in denen die Orcas Luftsprünge vollführen, scheinen ihm zu gefallen. Verrat dir was.